So kommt eins zum anderen. Der Hecki-Sack, das Schnabeltier. Falls sie sich jemals aus den Augen verlieren? Moment mal, soll das heißen... Sag mir nicht, dass du das nicht hast kommen sehen. Und ich hatte schon geglaubt, das hier würde eine inspirierende Kindheitstraumgeschichte werden. Ich hätte wissen sollen, dass irgendein Mädchen auftaucht und einen Schmachtfetzen daraus macht. Ich glaube, wir wissen jetzt, was wir tun müssen, um ihn zum Mond zu bringen. Moment mal, du willst das doch nicht etwa wirklich tun, oder doch? Es ist unser Job, Neil. So lautet unser Auftrag. Verdammt nochmal, Eva, nein! Eva. Oh, ich kann's mir denken. Sie müssen verhindern, dass John und River zusammenkommen. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Notiz zum Mond erhalten. Denn nur so kann das Verlangen nach dem Mond groß genug werden, damit John zu ihm hinfährt, wenn er River niemals kennenlernt. Schließlich treffen sie sich dann auf dem Bauch des Hasen. Ziel, wo Johnny und River sich wieder treffen wollen, falls sie einander aus den Augen verlieren. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass es ein Happy End gibt, dass die beiden sich dann wirklich auf dem Mond wieder treffen. Ist ja schließlich bloß seine Gedankenwelt. Von daher kann das ja durchaus sein. Alles deine Schuld. Sei nicht so böse mit ihr. Sie hat nie irgendwas Böses gewollt. Mit den beiden können wir gar nicht erst reden? Okay. Ich kann mir denken, wo sie ist, nämlich im Schulhaus. Auf dem Weg zu den beiden. Umdrehen! Neil! Ich weiß, was du vorhast. Ich weiß, dass du das weißt. Ach ja? Nun, ich weiß, dass du weißt, dass ich Hör mal, unser Job ist, ihn zum Mond zu bringen. Und das wird nur dann passieren, wenn Johnny motiviert ist, dieses Ziel zu verfolgen. Aber wenn wir dafür River entfernen müssen, was soll die Sache dann überhaupt noch? Er will überhaupt nur deshalb zum Mond, weil sie gestorben ist. Ich weiß, aber wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, den Vertrag in diesem spezifischen... Scheiß auf den Vertrag! Ich habe diesen Job nicht angenommen, um ihm die Lebensfreude zu nehmen, Eva. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich mache das hier, damit die alten Knacker mit einem Lächeln auf dem Gesicht sterben können. Ich doch auch. Und ich mag meinen Job. Aber wenn wir gegen unsere gesetzlichen Pflichten verstoßen, wird man uns vor Gericht bringen. Das werden wir anfechten. Wir wissen, dass Johnny glücklicher wird, wenn er nicht zum Mond fliegt. Es gibt viele alternative Lebenstangenten, in denen Johnny glücklicher wäre, Neil. Wir sind nicht hier, um Gott zu spielen. Es ist unser Job, ihm zu geben, was er bestellt hat. Zufällig wissen wir aber besser, was er will. Besser als er selbst. Versteh doch. Ich riskiere River doch nur deswegen, weil ich an sie glaube und... Was soll denn's heißen? Du riskierst sie! Du entfernst sie! Außerdem werde ich es wieder gut machen. Wieder gut machen? Wie denn? Oh oh. Uns läuft die Zeit davon. Vertrau mir einfach. Sagt die Frau, die mich von dem verdammten Leuchtturm geschubst hat. Was zur Hölle stellt die an? Hast du gerade... Verdammte Lichtwerte! Mit deinen krummen Touren schaltest du meinen Zugriff nicht vollständig ab, Eva! Wow! Versteckte Fallen? Wirklich, Eva? Ich versuche nur, Zeit zu gewinnen. Hm, danke, dass du Bescheid sagst. Aha, Bewegung jetzt also mit WASD. Oder links-rechts. Ja, links-rechts muss ich nehmen. Gut, dann versuchen wir mal den Fallen auszuweichen. Bislang kein Problem. Eieiei, also ich muss sagen, das ist ziemlich teure Ausrüstung, die du hier durch die Gegend wirfst.
Ich meine es ernst. Bleib einfach, wo du bist und warte, bis ich fertig bin. Ach, du kannst mich mal. Das ist echt... Nein, oder? Das ist ja gemein. Das ist echt krass, finde ich, was die hier abziehen, jetzt die beiden. Also, vor allen Dingen finde ich erstaunlich, dass Neil jetzt eigentlich der Mitfühlende ist und Eva diejenige, die hier starr auf die Aufgabe pocht, die sie gekriegt haben. Am Anfang wirkt es ja immer andersrum und jetzt ist Neil tatsächlich der eigentlich der sympathischere von beiden ist, in dem das Ganze mehr in die Nieren geht. Aber vielleicht hat Eva ja wirklich irgendeinen Plan. Ich kann es mir nur noch nicht so richtig vorstellen. Hör mal, zwing mich nicht dazu, hier auszusteigen und dir den Stecker zu ziehen. Du würdest ernsthaft riskieren, dass deine Erinnerungen in diesem kaputten Zustand bleiben? Hör einfach auf, bitte. Ich brauche nicht lang. Oh, nicht schon wieder. Oder komm doch und hol mich. Ich bin am Ende des Flurs. Na gut. Dann mach doch aber die Fallen weg, wenn ich dich kommen und holen soll. Wow. Das meinst du doch nicht wirklich? Findest du das witzig, Eva? Großer Gott, das sind nicht nur einfache Zombies, Zombie-Evas. Das sind Zombie-Evas. Oh, kommt der mal schlecht. Keine Schritt weiter. Ich bin bewaffnet. Wer ist der auf der Tastatur benutzt, um zu schießen? Was? Okay. Jetzt wird's verrückt. So, schießen wir einfach mal ein bisschen die Zombies tot. Kann ja nicht schaden. Wir sind bei River angekommen. Oh, oh, oh. Aber ich glaube, wir müssen nicht stehen bleiben hier. Puh, sind diese Dinger also doch zu etwas gut. So, Schnabeltier, dein Freund und Helfer. So ist das also. Eieiei, jetzt nimmt das hier noch eine richtige herausfordernde Komponente an. Nein, nicht wirklich, aber naja. Meine Güte, was hat die eigentlich vor? Das frage ich mich ernsthaft langsam. So, schnell hoch. An sich ist es nicht schwer, aber es ist natürlich schon irgendwie krass, dass Eva anfängt, ihn anzugreifen jetzt sogar. Das ist alles nur eine Schleife. Das hast du sehr gut erkannt. Das ist nur eine Schleife. Die beschäftigt dich nur. Oh, scheiß drauf. Huch. Was zum... Okay, huch. Stiller Gang. Haben wir es durchbrochen jetzt? Eva? Was ist passiert? Eva? Johnny ist Kleinkind. Jetzt kommt alles durcheinander. Der Hase, Johnny ist Kleinkind. Da sagt er schon gar nichts mehr zu. Also jetzt passt wirklich gar nichts mehr zusammen in seiner Gedankenwelt. Ich weiß nicht, was sie da angestellt hat, aber sie hat alles total durcheinander gebracht jetzt. Vielleicht ist es aber auch, weil John kurz vorm Sterben ist. Hallo, Neil. Morpheus? Was? Hier ist Eva, du Trottel. Gut, hat eine Sekunde gedauert, bis ich den verstanden habe mit Morpheus. Ich sag nur Matrix. Kein Scheiß, wir sind die Einzigen hier. Eva, was auch immer du gerade tust, hör auf damit. Wir wissen vielleicht nicht, was Johnny will, aber wir wissen genau, was er nicht will. Und genau das beschwörst du gerade herauf. Es ist bereits geschehen, Neil. Warum kommst du da nicht endlich raus? Okay, die macht mir ein bisschen Angst. Und Neil, glaube ich, auch. Gut, wir sind wieder im Schulgebäude. Irgendwie sieht das fast anders aus. War das vorhin auch schon voll gewesen?
Na gut, egal. Wir müssen uns jetzt, glaube ich, nicht damit beschäftigen. Hier unten wird alles so sein wie immer und wir können nirgendwo anders mehr hin. Wir müssen zur ersten Begegnung von John und River in der Schule. Was hast du mit ihr gemacht? Entspann dich, sie geht nur woanders hin. Weißt du, es ist eine Sache, meinen Zugriff zu blockieren, um mich mit ein paar Oliven zu füttern. Aber das hier ist jenseits von Gut und Böse. Es tut mir leid, aber das hier führt zu gar nichts, wenn du weiter die Erinnerungen zurücksetzt. Aber jetzt ist das der einzige Weg. Du musst mir vertrauen. Also bitte, beruhige dich einfach und warte hier. Dann los jetzt, auslösen! Wo willst du denn noch hin? Es gibt noch eine allerletzte Sache, die ich erledigen muss. Du kleine Poserin, es gibt doch gar keinen Grund, ein Tor zu visualisieren. Was soll eigentlich dieses Melodram, Neil? Warum kämpfst du so hart um das hier? Vergiss es, wir haben keine Zeit. Das wird schon, Mann. Dreh dich einfach um. Alles klar, alles klar. Hey, was machst du? Psst. Hallo. Hä? Sorry, Kleiner. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Los jetzt, sonst sind alle guten Tische besetzt. Die sind alle gleich gut, Mensch. Nein, Joey hat recht. Ach, ich hab's mir irgendwie gedacht, dass es eigentlich auch damit gehen muss, wenn Joey da ist. An denen in der Nähe der Küche riecht es besser. Ganz genau, und man muss sich nur umdrehen, um einen Olivennachschlag zu kriegen. Bah, Oliven. Ihn zu retten rechtfertigt gar nichts. Er kann sich immer eine neue River suchen, Neil. Oh, das ist hart, finde ich. Aber seinen Bruder gibt es nur einmal. Jetzt komm, wir stehen im Weg. Das ist echt hart, finde ich. Oh, das tut mir voll leid für River irgendwie.